Er hat einen Sack, da ist viel drinnen. Der ist am Morgen ziemlich schwer. Verteilt Geschenke wie von Sinnen. Am Abend ist der Sack dann leer. Er sitzt das ganze Jahr alleine am Nordpol in sein kleinen Haus. Zu Weihnachten, da kommt er aus und schüttet Gaben reichlich aus. Habt ihr mit Stille Nacht gerechnet? Nein, an diesen Klassiker traue ich mich noch nicht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt der Sendung noch nicht. Aber ich denke mal, diese Version eines Austropop-Klassikers zu Weihnachten tut's ja auch. Habt ihr erkannt, welcher Klassiker des Austropop da jetzt die Melodie geliefert hat? Weihnachtsmann, du bist ein guter Weihnachtsmann, du gefällst mir sehr. Weihnachtsmann, komm, stell dein Schlitten bei uns her. Weihnachtsmann, komm, setz dich nieder. Weihnachtsmann, komm, trink einen Punsch und erfüll uns jeden kleinen Weihnachtswunsch. Sein Schlitten ist ein ganzer Toller, mit Turbo-Rentieren flitzt er sehr. Fährt schneller noch als jeder Roller, doch trotzdem will der Santa mehr. Er ruft zum Rudolf, komm marschiere, der Arme ist schon ganz K.O. Er streckt auf einmal alle Viere, den Schlitten schleudert sowieso. Weihnachtsmann, du bist ein guter Weihnachtsmann, du gefällst mir sehr. Weihnachtsmann, komm, stell dein Schlitten bei uns her. Weihnachtsmann, komm, setz dich nieder. Weihnachtsmann, komm, trink einen Punsch und erfülle uns jeden kleinen Weihnachtswunsch. Im höchsten Tempo kauft der Santa ganz elegant um den Kamin. Doch gleich dahinter war ein Gander, mit dem Schlitten biegt er jetzt da drin. Jetzt muss der arme Santa reiten am Rudolf mit der roten Nase. Statt auf sein Schlitten flott zu gleiten, er denkt sich still a so ein Schand. Weihnachtsmann, du bist ein guter Weihnachtsmann, du gefällst mir sehr. Weihnachtsmann, komm, stell dein Schlitten bei uns her. Weihnachtsmann, komm, setz dich nieder. Weihnachtsmann, komm, trink einen Punsch und erfüll uns jeden kleinen Weihnachtswunsch. Willst du zu Weihnachten Geschenke, schreib dein Brief am besten gleich. Der Santa kommt zu uns bei dir leider nicht vorbei. Am Schlitten packt er alle Backer und die großen und die kleinen Sackerl. Mach er reist er um die Welt in einem Tod. Tja, das war mal der Weihnachtsmann. Aber wir gehen hier ja soeben über die diversesten Weihnachtsmärkte, das heißt optisch zumindest. Denn momentan ist es uns ja leider nicht möglich gewesen, in diesem Jahr vor Weihnachten die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Ein bisschen wehmütig könnte man sagen, mag jeder für sich selber entscheiden, was der Reiz der Weihnachtsmärkte für ihn ausmacht. Sei es die Punschhütten, sei es die netten Figuren, die dort überall auftauchen, oder einfach das Flair, die Vorfreude auf Weihnachten. Man muss auch jedem überlassen, was er von Weihnachten selber denkt. Aber im Prinzip ist Weihnachten ein religiöses Fest. Und als solches gibt es die Darstellung der Geburt von Jesus Christus, zu der wir etwas später bei den Weihnachtskrippen kommen werden. Jetzt aber noch ein letzter Bummel über den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Ihr seht ihn, sie hat es immer eingeblendet, welche Weihnachtsmärkte es sind, und einfach mal viel Spaß dabei. Musik.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. War einst ein kleines Rentier, Rudolf wurde es genannt, und seine rote Nase war im ganzen Land bekannt. Sie leuchtet nachts im Dunkeln, heller noch als jeder Stern. Trotzdem war Rudolf traurig, denn nicht einer hat ihn gern. Dann an einem Nebeltag kam der Weihnachtsmann. Rudolf, zeigen mir den Weg, führ den Schlitten sicher an. Nun hat er viele Freunde, überall ist er beliebt, weil es nur einen Rudolf mit ner roten Nase gibt. Die Weihnachtsmaus von James Krüss. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus, ich habe nichts genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage! Die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg. Sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war, sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäb es keine Weihnachtsmaus.
dann zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kränkt. Das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Die bämische Weihnachtsgeschichte von Michael Haas. Ich fürcht, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin der vierte heilige Dreikönig. Geboren, no das hört man eh, im schönen Radec Kralove, mit Namen Jirschi Prihoda. In der Bibel steh ich nie wo da. Das ist eine traurige Geschichte, die welche heit ich euch bericht. Es hat der Stern von Bethlehemen gemacht an Umweg über Bämen. Und darauf hab ich gleich gewisst, geboren ist Herr Jesus Christ. Nu, weil mir Bäm benehmen haben, besorgte ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht kein Gschistel-Gschastel, nein, all mit Zerquagel in hulzerne Kastel. Meine Kollegen, die anderen drei König, waren ungeduldig schon ein wenig. In Damaskus, sie mussten warten, bis ich gekommen bin von Norden. Und Schimpfer mächtig dürfen kriegen. No, sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön, man hat die Sonnen nur gesehen. No, Prosimpane, was sag ich Ihnen? Mein Quagel fängt sich an zum Rinnen. Der Balthasar hat gleich geschniftelt, was in der Wiste da so diftelt. Doch ich hab zu ihm gesagt, du weißt nix. Ein Quagel, was nix diftelt, heißt nix. Der Stern, der vor uns hergezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat gemacht an Bremser über einen Stadel, drin war ein Bursch mit seinem Madel. Und in einem Bramburikistel mit Stroh und Windel, da ist sich gelegen das himmlische Kindl. Der Kaspar, Melchior, Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. Und ich bring Kistel Hulzernes mit Olmitzer Quagel Gschmulzenes. Drauf sagt der Josef, Maria, ich möcht wissen, hat sich der Bub schon wieder ange... Der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich darum nur sehr wenig. Ich bin der vierte heilige Dreikönig. Weihnachtsmann, du bist ein guter Weihnachtsmann, du gefällst mir sehr. Weihnachtsmann, komm, stell dein Schlitten bei uns her.